Was das ist eine Weihnachtsfeier. Wir müssen jetzt die ganz schnell mal die Promenade mal drehen, würde ich sagen. Wo sind denn Alex und Philipp? Die sind bestimmt im Saal und haben schon aufgebaut. Scheiße, hier ist ja noch gar nichts passiert. Oh mein Gott. Ja, weiß ich auch nicht. Dann hau ich mich jetzt erstmal hin. Aber was genau kommt eigentlich in der Sendung vor? Wäre ja schon interessant. Wir waren jetzt zum dritten Mal bei der Nacht der Professoren in Münster und diesmal waren es Annika und Hardcore, die sich für euch ins Geschehen gestürzt haben. Glühwein? Lecker. Selbstgemachter Glühwein? Noch leckerer. Unsere Praktis haben sich mal rangewagt. Karaoke singen und gleichzeitig zur nächsten Location fahren geht nicht? Geht doch. Und zwar mit dem Karaoke-Taxi in Münster. Die Promädchen haben das für euch ausprobiert. Ich dich erkenne. An den Bäumen der Stadt hängen Lichterketten und im Radio spielen sie Wham. Schöne Weihnachtszeit, alles rennt durch die Innenstadt und die Kaufhauslautsprecher, sie singen schon wieder Last Christmas I gave you my heart. Ein fröhliches Hallo. Wieso seht ihr überhaupt so aus, wie ihr aussieht? Ja, damals, vor ganz langer Zeit, gab es einen Bischof und der hat kleine Kinder beschenkt. Und Putt meinte, der wollte auch immer so gerne mal so sein, kleine Kinder beschenken. Und Frank hat es dann gemacht. Ja, genau. Und da haben wir gedacht, wir verkleiden uns, sind in die Innenstadt gegangen. Wir haben einen Gitarrenkoffer dahingestellt und dann haben die Leute immer Geld reingeworfen und wenn dann so Kleingeld, so Pfennige zum Beispiel, weil ja noch zu D-Mark-Zeiten Pfennige drin waren, dann haben wir die wieder an die Kinder verteilt. Damit die Erwachsenen wieder denken, boah, guck mal, sind die nett, denen geben wir noch ein bisschen was. Und so kam das dann auch zustande, dass dann auch mal ein Schein drin war. Oder so ein Zettel, you made my day. Das war das Schönste natürlich. Nee, das ist ja ein Kompliment. Der hat ja auch einen Promenadesong geschrieben. Und um das Ganze rund zu machen, gibt's im Innenstadtbereich einen schicken grünen Gürtel, der ums ganze Zentrum reicht. Kam es zu der Idee überhaupt? Ja, der Song ist an dieser Stelle, hier wo wir hier stehen, und zwar genau an dieser Stelle, das erste Mal öffentlich aufgeführt. Nein. Ja, nämlich im Benno-Haus. Es gab einen Wettbewerb vom Volktreff. Und da haben wir gedacht, wenn der Volktreff einen Wettbewerb macht, wir suchen ein Lied für Münster, da müssen wir unbedingt mitmachen, weil zwischen allerlei Reinhard-May-Duplikaten auch mal, dass mal was anderes da steht. Und dann haben wir da mitgemacht. Und es gab einen Kritikerpreis und einen Publikumspreis. Und da wir jegliches Publikum selber mitgebracht haben, haben wir dann natürlich den Publikumspreis gewonnen. So stand es jedenfalls in der Zeitung. Aber das stimmt nicht. Wir haben ganz ehrlich den Publikumspreis gewonnen. Verdient. Meine ich auch. Ja. Aber ist ja schon schön, dass ihr diesen Promenadesong gemacht habt. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also, ihr habt ja nicht einfach den Promenadesong gemacht, weil der Funkchef gesagt hat, wir brauchen die für Münster, oder? Nee, es war tatsächlich so, Putt hat mich angerufen, hat mich angerufen, hat den Vorschlag gemacht und dann habe ich direkt, also das stimmt jetzt wirklich, ne? Stimmt, ja. Ich weiß ja noch gar nicht, was kommt.
Und dann hat er gesagt, irgendwie hier, die und die Nummer, könnten wir doch ein Lied über Münster schreiben. Habe ich sofort gesagt, irgendwie, ja, ich glaube, Promenade wäre ein gutes Thema, das machen wir. Und dann haben wir das auch gemacht. Also, es war eine spontane Entscheidung. Es hätte jetzt auch der Longinus-Turm sein können. Der steht ja nicht im Der ist aber noch in Nottul, oder? Wenn ich es richtig Was? Weiß. Ist der in Nottul? Ich glaube, der ist in Nottul. Ja. Ja, genau. Aber wenn der Volktreff von Nottul mal. Dann schreiben wir über den Longinus-Turm, oder? Und dann singen wir auch das Lied oben drauf. Ja, schön. Genau. Es ist ja dazu gekommen, dass in der Davidwache dieses Lied öfter mal gespielt wird, habe ich gehört, sozusagen als Rausschmeiß-Song. Ja, zu ganz früher Stunde, wenn die Alkoholleichen sozusagen an der Theke hängen. Mhm. Wie kam es dazu? Habt ihr da irgendwie was zugetan oder habt ihr eine besondere Beziehung zu Davidwache? Wir haben das auch irgendwann gehört, dass es so ist, dass die das da spielen. Und dann haben wir aus lauter Neugierde sind wir dann mal da hingegangen und uns hat man dann noch direkt reingelassen, weil wir dachten, wir wären vom Ordnungsamt. Und dann haben wir das da live erlebt, dass das da gespielt wird und fand das ganz lustig. Waren also schon überrascht. Dass ich glaube, die Leute haben mit so kleinen Schnapsfläschchen so irgendwie im Takt der Musik gegen die Decke gedonnert. Ja. Auf die Theke? Auf die Theke? Nee, meine ich gegen die Decke doch. Ja, überall, wo was Hartes war, haben die reingekloppt. Also war schon schön, das mal so zu sehen, die einfach euren Song spielen. Also habt ihr auch nichts gegen, oder? Nee, verrückt. Wir waren dann sogar irgendwann letztens selber da. Wir wurden dann eingeladen, da ein Konzert zu geben und hatten schon die Befürchtung, dass alle Leute anderthalb Stunden lang immer nur dieses eine Lied hören wollen. War aber nicht so. Was kann man denen empfehlen, die euch jetzt nicht kennen, jungen Leuten? Habt ihr ein Album? Nee. Und sonst, also spielt ihr pro Jahr nur ein Konzert oder gibt es noch mal irgendwie zwischendurch? Nee, wir waren jetzt auf den Aseeterrassen bei dieser Wilsberg-Geschichte und haben da irgendwie 20 Minütchen Musik gemacht. Ich glaube, offiziell wurden wir da aber nicht als Promis gehandelt beim Promi-Kellner. Wir sollten Musik machen. Wir durften nur Musik machen. Sollten mit dem Kellner, das kriege ich auch nicht hin. Da muss ich mit dem Taschenrechner dabei haben. Aber habt ihr dann auch irgendwie eine Website oder so, dass vielleicht, wenn jetzt noch mehr Leute das sehen, dass die auch mal gucken können, wann ihr ein Konzert spielt oder wann ihr wo spielt? Ja. Ja. www.die3nikoläuse.de und zwar die Zahl 3. Oder habe ich es falsch schon gemacht? Also als 3 jedenfalls, nicht DREI, sondern www.die3nikoläuse.de. Da steht dann auch meistens, wann wir das nächste Mal wieder irgendwo zu sehen sind und man kann ein paar Bilder anklicken. Vielleicht sollten wir ein paar neue Bilder mal draufladen. Von heute? Ja, von heute. Von heute. Okay. Gut, dann alles Gute für die Zukunft. Schön, dass ihr hier wart auf jeden Fall. Aber trotzdem haben wir noch eine Frage an euch. Sag mal, seid ihr schon mal mit dem Taxi gefahren? Ja. Kannst du mal ganz kurz anstimmen? Mehrfach schon. Mutti. Es ist nicht spät genug, nach Haus zu gehen. Und sie war leicht und ich war schön und schön betrunken. Ich hab das Geld, wenn sich zwei Welten drehen und Sterne funkeln, die Laternen im Dunkeln. Man nahm uns mit und ich wusste wohin. Ich war so wild nach französischen Küssen. Mona Lisa steckte mir die Zunge raus. Im Taxi nach Paris hat sie mich lächelnd gebissen. Mit einem Taxi nach Paris, nur für einen Tag. Mit einem Taxi nach Paris, weil ich Paris nur mal so mag. Mit einem Taxi nach Paris und vielleicht ein kleines Rendezvous. Also ja, das war die Antwort. Ja. Ist es wirklich wahr? Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemacht habt. Nee. Wahrscheinlich nicht. Ihr seid ein bisschen überrascht. Auf jeden Fall, K.O.-Taxi gibt es jetzt auch in Münster, macht's mal mit. Die Pro-Mädchen haben das für euch mal getestet. Vor oder nach einer durchzechten Nacht ins Taxi erbrechen, nichts Neues. In Münster gibt's allerdings eine geniale Alternative. Karaoke und Taxi, vereint in einem Erlebnis. Und die Pro-Mädchen haben sich den Spaß nicht entgehen lassen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I wanna know if you'll be my girl. Ich betreibe seit 3 Jahren Taxi, immer wieder die Jugendlichen wollen gerne singen, die sagen, mach mal Radio an. Und dann habe ich mir überlegt, warum soll ich die Fahrgäste nicht einsingen lassen? So kam die Idee, dann habe ich mir so ein DVD-Gerät gekauft und tue ich da DVD rein über Monitor. Können die Fahrgäste auch sehen und einsingen. Die wollen ja immer meistens mittwochnachts oder Wochenende feiern, zur Party. Nur für die Jugendlichen kommt das gut an. Bei den Pro-Mädchen bislang offensichtlich auch.
gar nicht auf. Lager, lager aus. Das alles und noch viel mehr will ich machen, wenn ich Ruhmädchen von Deutschland wär. Das alles. Im ersten Moment stellt sich bei solchen Aufnahmen natürlich nur eine Frage. Nervt das nicht? Nein, meistens nicht. Also es kommt manchmal vor, wenn, sagen wir, meisten Männer, wenn die etwas schicker sind, okay, anstatt Musik machen, Krach ein bisschen. Dann kann ich auch leiser stellen. Leiser stellen kommt für die Promethien natürlich nicht in Frage. Schade, weil ich gewollt im Haschokolade. Die Mädchen haben schöne Namen, heißen Tosca, Rosa oder Carmen. Dicke Mädchen machen mich verrückt. Dicke Mädchen hat der Himmel geschickt. Das Karaoke-Taxi ist wohl nicht vom Himmel geschickt worden, dafür aber immerhin einzigartig in Deutschland. Und das Tolle, man muss nicht obendrauf zahlen. Das ist alles kostenlos. Ein Service von mir, damit die Fahrgäste sich wohlfühlen und zufrieden fühlen. Also man zahlt den normalen Taxipreis, aber man zahlt nicht obendrauf für Karaoke? Überhaupt nicht. Nein, Karaoke bezahlt man kein Geld. Man bezahlt nur normal Taxipreis. Beliebt ist das Taxi deshalb geworden und Stammgäste gibt es einige. Ob sich die Promethien nach ihrer intensiven Probefahrt in Zukunft auch zu den Stammgästen zählen, verrät das Fazit. Geile Sache! Riesenspaß, aber sehr alkoholisiert nur zu empfehlen. Mir tut der Fahrer immer noch leid. Ja, super lustig. Betrunken, glaube ich, noch lustiger. Nur für längere Fahrten zu empfehlen. Also wenn ihr nur vom Bahnhof bis zur Altstadt fahren wollt, vielleicht ein bisschen kurzfristig. Aber sonst für Fahrten ab 15 Minuten wunderschön. Ich hoffe, er hatte wirklich seine Ohrenstöpsel drin, weil so lustig war es nicht. Auf längere Fahrten auf jeden Fall lohnenswert. Für kürzere Fahrten lohnt es sich wirklich nicht. Songauswahl? Songauswahl könnte teilweise ein bisschen geiler sein. In dem Augenblick, okay, ich glaube, es wäre ausbaufähig. Aber zu einer kleinen Mädelsgruppe ist es schon ziemlich lustig. Promenade! Yeah! Oh Gott. Tja, Alex und die drei Nikolai sind auch schon wieder weg. Bin ich wohl ganz alleine hier. Aber der Glühwein gestern war einfach ein bisschen zu hart. Dieses selbstgemachte Zeug, das ist einfach, ich weiß auch nicht. Aber unsere Praktikanten haben ja auch mal einen Glühweintest gemacht und waren auf dem Weihnachtsmarkt. Guckt's euch an. Weihnachtsfolge Promenade. Matthias, ja. Wie können wir sie noch vervollständigen? Was fehlt denn jetzt noch? Na, Weihnachten? Weihnachtsmarkt vielleicht auch. Fängt mit G an. Ja, Glück. Ne? Nein, nicht Glück. Glühwein. Glühwein fehlt noch. Natürlich Glühwein. Ja. Wir werden euch jetzt nämlich zeigen, wie man ganz schnell selbstgemachten Glühwein herbeizaubert. Und werden den dann mit einem gekauften vergleichen. Aber zunächst müssen wir euch erstmal zeigen, was wir denn alles für Zutaten brauchen. Simon, was brauchen wir denn so? Als erstes sollte man sich in den Supermarkt begeben und zwar ganz doll einkaufen, wie wir das getan haben. Guck mal hier, Dauerbilligpreis, Qualitätsrotwein, Dornfelder 1,99. Ganz da hinten greifen hier. Ja, pack ein. Oder willst du da Würfelchen reinknallen? Diese doch. Ich weiß nicht, ob die... Ja, unbehandelt. Yeah. Guck mal, hier steht sogar. Da, schau mal, da. Unbehandelt, wichtig. Unbehandelt, ganz wichtig, steht unbehandelt. Ich meine Orange nicht, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Guck mal, wir müssen einwiegen. Hast du Gewürze gefunden? Ja, lass ihn ruhig mitten im Gang stehen, Simon. Das ist Zimtstangen ganz. Wie viele Sternanis brauchen wir denn? Ja, zwei nehmen. Wird natürlich auch wieder mehrfach, kommt alles rein. Pfeffer, Rosmarin. Zimt, Wacholderbeeren, die haben alles. Senfkörner. Aber nicht das, was man braucht. Nelken, ich hab sie gefunden. Ja. Ja, ne, ein bisschen mehr als vier. Willst du halt Orangensaft haben? Ich will Orangensaft. Weiß nicht, was der Kameramann sagt. Sollen wir Orangensaft reintun? Bier. Simon, wir tun Bier rein. Geld dabei? Du hast Geld dabei. Ich habe kein Geld dabei. Ja, wir müssen auch bezahlen. Oh. Macht doch gar nichts. Das macht überhaupt nichts. Gehen Sie vor. Danke. Sehr freundlich.
habe jetzt echt nicht auf die Preise geachtet. Was meinst du, was das kostet? Genug. So, noch einmal zum Mitschreiben. Wir brauchen eine Orange, eine Zitrone, Zimt, Nelkenstern, Anis, zwei Flaschen lieblichen Rotwein, O-Saft und Zucker. Also, als erstes braucht man einen Topf, wo am besten so um die 2 Liter reinpassen. Den stellen wir erstmal auf den Herd. Dann kommt da unser super Rotwein rein. Richtig. Lieblicher sollte es sein. Edel. So. Also einfach beide Flaschen rein. Als nächstes Zimt. 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 Wie viele Stangen brauchen wir davon? Ich würde jetzt mal 2 sagen. 2. Dann brauchen wir Sternanis. Sternanis. Nehmen wir mal 3. So. Sollen wir den Herd schon mal anmachen, Simon? Ja, natürlich muss er an. Ich mach den mal auf 3. Nelken. Nelken mag ich nicht. Wie viele Nelken willst du haben? Ich würde sagen 4. Die sind aber auch wahnsinnig klein, die Dinger, ne? Als nächstes brauchen wir eine Orange und eine Zitrone. Die werden jetzt in Scheiben schneiden. So. Schön. So, jetzt schnibbeln wir das erstmal. Richtig. Guck mal, wie schön gerade die werden. Ja, ist ja auch nicht so wichtig, dass sie so gerade werden. Hauptsache, die ziehen gut durch. Ich habe nur Angst, mir in die Pfoten zu schneiden hier. Aber ich meine, das fällt ja jetzt im Blüver nicht so auf. Der ist ja so oder so rot. Ah, da geht's auch schon los. Was ist passiert? Da habe ich mich schon verletzt. Einmal kurz zeigen. So opfert man sich auf. Das hast du jetzt mit Absicht gemacht. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. So, muss ich mal kurz verarzten. Aber das stimmt auf jeden Fall. Mein Kindertempo. Mein letztes. So. Simon, ich würde sagen, du kochst weiter. Ich habe meine Orange geschnitten. Als nächstes kommt alles in den Topf rein. Oh, mein Name. Die schön zubereitete Orange. Hast du aber schön gerade geschnitten, ne? Also Simon. Richtig schön gerade. Mein Finger tut weh. Da kann ich jetzt auch nichts. Und ich habe alles nur für diese eine Orange getan. Das lassen wir jetzt erstmal ziehen. Hast du noch ein zweites Tempo für mich? Wir fuhren jetzt kurz frische Tempos für Matthias, damit er nicht hier alles voll suppt. Und ich gucke gleich nochmal nach unserem Glühwein. Sollen wir denn jetzt noch unseren Orangensaft reintun oder nicht? Sollen wir beides ein bisschen machen? Schuss Orangensaft, ein bisschen Zucker? Ja. Oh, ein bisschen O-Saft. Jetzt nicht mit Messbecher oder so, ist für Anfänger. Ja, so dürfte es reichen, oder? Gut, Simon, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Und lassen das jetzt erstmal ziehen. Für eine halbe Stunde. So. Da haben wir es ja fast schon. Richtig. Wir haben jetzt hier unseren Glühwein. Ja, der sieht ganz gut aus. Den werden wir jetzt gleich aber erst umfüllen. Richtig. Und nebenan haben wir jetzt den gekauften Glühwein auch schon mal vorgewärmt. Ja. Den wir jetzt nicht zeigen. Auch 2 super Thermoskannen. Da kommt er gleich rein und dann werden wir uns dann auf zum Weihnachtsmarkt machen. Und gucken mal, was die Leute so von unserem Glühwein halten. Beziehungsweise vom anderen Glühwein halten. Ja. So. Auf geht's. So, ich stehe jetzt hier am Weihnachtsmarkt in Münster. Mir ist kalt, ich habe Hunger, ich muss aufs Klo. Mein Finger tut immer noch schweineweh. Simon hat sich schon verpisst, deswegen mache ich das jetzt hier alleine und frage die Leute mal, wie denen unser selbstgemachter Glühwein so schmeckt. Das ist eher eine Zimtstange. Richtig, ne? Da ist Zimt drin. Das ist nämlich der selbstgemachte von unserem Bürgerfernsehen Promenade. Und wir wollten am Zimt nicht sparen, also ist Ihnen zu zimtlastig? Ja, schon sehr zimtlastig, aber er schmeckt sehr inhaltlich gut. Er ist mit Liebe gemacht? Ja. Mit Liebe? Ja, mit Liebe. Also ich möchte den anderen lieber. Den anderen? Den aus der silbernen Kanne. Den aus der silbernen Kanne? Ja. Denn der aus der silbernen Kanne, das ist unser Promenadeglühwein. Und schmeckt angenehmer, weil er nicht so stark gewürzt ist, ja? Schmeckt angenehmer, finden Sie. Ja, das war dann wohl der Supermarkt-Glühwein, ja. Der Ihnen besser geschmeckt hat? Der schmeckt nicht gut. Der schmeckt nicht gut? Der schmeckt besser. Der schmeckt besser? Ja. In diesen Glühwein haben wir gerade selber gekocht und das ist einer aus dem Supermarkt. Das heißt, unser Glühwein schmeckt Ihnen besser? Ja. Alles klar. Der schmeckt auch besser, weil da ist zu viel Gewürz drin. Da finden Sie, ist zu viel Gewürz drin? Ja, genau. Ja, das war dann wohl leider wieder ein Nein gegen unseren selbstgemachten Promenade-Glühwein. Das ist der Promenade. Das ist der Promenade? Probier noch mal, komm. Ist ja Freitagabend, ne? Gönnt man sich mal ein. Der schmeckt dir besser als der? Ja, die ziehen uns alle hier den Glühwein weg, das ist unfassbar. Der ist lecker. Wir hören auch den. Die Promenadenmischung ist gut? Ja. So hat sich das Ergebnis gewandelt. Promenade führt jetzt. Ja, ist ja so. Promenade führt. Den beiden Damen hier schmeckt der Promenade-Glühwein doch tatsächlich besser, weil er, warum schmeckt er besser? Weil er würziger. Zimtiger, weil er weihnachtlicher schmeckt.
Da haben sich dann wohl die 2,5 Stunden am Herd gerade doch gelohnt. Und damit würde ich sagen, wir haben das Ergebnis. Promenade hat gewonnen. Können wir noch einen Schluck? Den Rest verteilen wir jetzt an die ganzen Leute und verderben hier den ganzen Ständen ihr Geschäft. In dem Sinne, ein frohes neues Jahr. Also Sie wollen Promenade, ne? Ja. Ja, keine Promenade mehr da jetzt. Kein Problem. Promenade, yeah! Ja, Glühweintest ist eine feine Sache, aber die Nacht der Professoren war einfach viel zu hart und was genau da passiert ist, das zeigen euch Annika und Hardcore. Dezember Münster. Weihnachtliche Stimmung macht sich breit. Ich befinde mich hier mit meiner bezaubernden Kollegin Annika auf. Ja, auf der Treppe zum Go-Go. Heute ist Night of the Profs. Zum 5. Mal in Folge. Also Happy Birthday an dieser Stelle. Und kein Ende in Sicht. Ich erwarte definitiv einiges. Besonders heute mit meiner DJ-Favoritin. Frau Professorin. Jux. Jux. Ja, Jan, momentan läuft die Pressekonferenz. Ich mache mich schnell auf den Weg, damit ich da noch ein bisschen was mitkriege. Ja, ich hänge hier weiter ab. Ja, dann sehen wir uns gleich. Ja, dann okay. Ein Stündchen, ne? Bis gleich. Also, Hardcore ist flüchten gegangen und ich befinde mich jetzt im Walk of Fame, wo die Pressekonferenz zur 5. Night of the Profs stattfindet. Wir haben nachher in den 5 Teilen Clubs ca. 3.500 überwiegend Studenten, aber wahrscheinlich auch viele Freunde, Bekannte, Fans von Ihnen. Das sind diesmal 11 Fachschaften gewesen, ohne die das alles gar nicht möglich wäre. Von daher auch unser Dank an dieser Stelle an all die 11 Fachschaften, die diesmal dabei waren, die ihre Profs und Dozenten supportet haben und ich denke mal gleich tatkräftig anfeuern werden in den Clubs. Noch viel weniger geht es ohne starke Partner, die wir haben. Da ganz besonders die Radeberger Gruppe, zu der auch Corona gehört. Ich kann ihn gerade nicht sehen, den besonderen Dank dabei auch an Herrn Ludow. Corona ist von der ersten Stunde an dabei. Erstes Mal, dass ja, mein erstes Mal, absolut mein erstes Mal. Und aufgeregt? Ja, also ich bin gespannt, wie sich der Abend entwickelt und ob auch getanzt wird zu der Musik, die ich ausgesucht habe. Wie sind Sie denn dazu gekommen, hier aufzulegen? Ist ja normalerweise, auch so wie bei dem normalen DJs, sage ich jetzt, ist ja recht männerdominierte Szene, glaube ich auch. Ich bin gefragt worden von jemandem von der Fachschaft, ob ich das machen würde und dann hat Studenta.de hat das vermittelt und so bin ich dazu gekommen und dachte, ja, mach ich mal. So, ja, was erwartest du denn heute von deinen Professoren hier? Das ist eine Wahnsinnsshow, eine Wahnsinnsshow. Ich erwarte viel. Ich erwarte wirklich viel. Was meinst du denn, was denn schwieriger ist? Der Lehrstuhl oder heute Abend hier hinter DJ-Pult? Hinter DJ-Pult wird schwierig, weil die haben ja Ansprüche zu erfüllen, sag ich dir ganz ehrlich. Ich wollte sagen, da sind die Erwartungen ein bisschen höher als an der Uni, ne? Ja, klar. Du an der Uni. Sagen die nur ein bisschen, aber hier wird's schwer, hier wird's schwer. Du als alter Student, was sagst du dazu? Als ganz alter Student, da ganz sauber auf bis jetzt. Hallo, wie sind so deine Erwartungen? Meinst du, das ist heute höhere Ansprüche als im Lehrstuhl oder im Hörsaal? Was den Musikgeschmack angeht, muss man immer die Latte ein bisschen höher setzen als sonst. Von daher, das wird schon laufen. Okay, die DJ-Feuertaufe bestanden. Ja.
Ja, es war ganz schön anstrengend. Es hat auch Spaß gemacht und es haben viele getanzt. Ich habe mich gefreut. Wir haben es gesehen auf der Kamera. Und? Ansprüche heute höher gewesen als im Hörsaal, oder? Ja, ich muss sagen, leider ja. War ja doch eine Menge Neuland dabei. Ja. Ich würde sagen, mit Bravour gemeistert. Danke. Hat echt Spaß gemacht. Ich hatte auch tolle Unterstützung, auch aus der Gruppe. Und Annika, dein Resümee für den heutigen Abend? Ja, es war warm, voll, aber die Stimmung war gut, oder? Ich wollte sagen, die Stimmung war Bombe. Wir haben auch echt Frau Professor Doktor Jux. Hat wirklich einen guten Job gemacht. Jan, es ist kalt. Es ist kalt. Wir wollen jetzt nach Hause. So, Abmoderation, es war toll. Tschüss. Da ist eine Promenade wohl ein bisschen zu Kopf gestiegen. Und das war's für diesen Monat, für dieses Jahr. Im Januar sind Alex und Philipp wieder da und macht's gut.